meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von World of Warships, heute mit der Oaklawn. Oaklawn ist eine japanische... Ne, was ist denn das? Keine Ahnung, wir müssen dann später noch mal gucken. Orland. Warum hat die eigentlich Schienen drauf? Das würde mich interessieren. Gut. Das ist eine ganz kleine Runde. Wie ihr seht, es sind gerade nur 5 Leute. Das ist ein Level 1er. Warum Level 1er? Es gibt hier 50 XP mehr. Und ja, Basis verteidigen. Kann man machen? Ach, hier sieht man alles. Okay. Was haben die Gegner? Die haben eine Early Big Swarm. Die haben keine Orland. Ich glaube mal, ich werde fast schon in der Base bleiben, ja. Wobei ich... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn man aber zusammen bleibt, dann geht das eigentlich gut. Wir haben aber alle nur 4000, also wenn man das von anderen Schiffen vergleicht. Ganz Schiff würde ich sehen, was die jetzt hier für unterschiedliche Dings haben. Ja, der wird sterben, der wird ohne Probleme sterben. Da 1 2 3. Der ist aber sehr wendig, muss man sagen. Plus eine Waffe hier, die relativ schießen, eine Munition. Ja, ich mache guten Schaden. Schön ist ja, ich bleibe in der Base näher. Versuch den trotzdem fertig zu machen. Und da hat mich nicht getroffen, sehr gut. Weg ist er. Dann warte nochmal durchgeschlagen und nicht durchgeschlagen. Schade. Ah, hier! Mal abbremsen. Damit rechnet er ja nicht. Ich weiß, das bringt zwar nichts, aber es fühlt sich gut an. Also wir haben einen zerstört bis jetzt, okay. Schön, dass wir eigentlich alle... Also der Ene ist gestorben, das war mir ja klar. Oder ob wir jetzt den Bestien noch hinkriegen. Wir sind auch relativ viel frei, das ist die Scheiße. Der ist gleich tot. Da. Jetzt wieder Vollgas geben. Scheiße, ich bin tot. Etwas steht immer Gleichstand. Das finde ich sehr nett. Die Frage ist bloß, haben wir jetzt genug Punkte gesammelt, um in nächste Runde reinzukommen, das nächste Schiff freizuschalten? Mann, hallo. Ja, das Gefecht verlassen. Weil wir brauchen 300 Punkte. Für die zweite Stufe. Wir können ja gleich mal gucken. Das ist ein Sowjetunion. War ich knapp daneben. Also wir brauchen als nächstes für den 350.
Und die freien Punkte möchte ich ungern dafür immer verbrauchen. Und wir werden nächstes Mal auf die Hermelin oder Dresden gehen, eins von denen. Ich würde mal sagen, auf die Hermelin haben wir... Die Hermelin können wir zum Beispiel verkaufen. Die können wir verkaufen. Genau, die verkaufen wir für 0. Danach haben wir wieder einen Platz frei, weil die Dresden... Dann schaltet man nämlich die hier frei. Zerstörer. Und dann kann man danach noch den Kohlberg kaufen. Dann machen wir das mal. Wir werden den hier uns holen. Erforschen. Jo. 500 Punkte. Die hier. Und dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, klickt einen Daumen nach oben. Wenn ich einen Daumen runter, schreibt mir einen Kommentar, aber mehr davon sowieso auch nicht. Und dann müssen wir jetzt mal sagen, wenn es wird. Ciao, ciao.